Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Kampfansage offensichtlich von allen Marken auf eins meiner Lieblingsprodukte und zwar die Maracuja Juicy Lip. Ja, alle Marken, alle bringen gerade Kopien raus. Wollen wir doch mal gucken, wie die sind und wenn ihr sehen wollt, ob irgendeiner davon mit denen mithalten kann, bleibt dran, es geht direkt. Leute, 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 ihr wisst, meine absolute Obsession, ja, sind die Tarte Maracuja Juicy Lip Balms, ja, in jeglicher Variante, in jeglicher Form. Ich liebe diese Teile. Tarte kam ja erst raus mit den Maracuja Juicy Lips, das sind die ganz einfachen. Das sind quasi Glossy Lippenpflege mit Farbe. Und ich weiß noch, als die rauskamen vor Jahren, und ich fand die doof. Ich habe die weggepackt in meinen Schublade. Ich fand die gar nicht toll. Vielleicht war da nicht die Zeit dafür, für dieses ganze glossy Gedöns auf meinen Lippen. Aber ich fand sie nicht toll. Und irgendwann hat es knack gemacht und seitdem kann ich gar nicht mehr ohne die. Also ich weiß nicht, wie viele ich habe von den Maracuja Juicy Lips. In jeder Tasche, im Studio, im Auto, überall liegen die Teile rum. Also ich weiß auch schon gar nicht mehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Farben ich alle habe. Also ich müsste die echt mal wirklich alle zusammensuchen und gucken, was ich überhaupt alles habe. Das ist, was ich jetzt auf den Lippen habe, jedenfalls die Farbe Fake. Die war im letzten Weihnachtsset, war die, glaube ich, drin und... Lasst euch das auf der Zunge zergehen, wie wunderschön das aussieht, oder? Das ist doch einfach ein Traum. Die normalen haben keinen Plumping-Effekt. Das sind einfach Balms, die halten jetzt nicht tagelang auf euren Lippen, weil das ist halt einfach, es ist ein bisschen wie ein Gloss, es ist so ein Hybrid zwischen Balm und Gloss, würde ich mal sagen. Ultra pflegend und ihr könnt auch sehen, wie schön, voll und geschmeidig die Lippen damit aussehen. Also für mich ein absoluter Traum. Es gibt dann noch die Maracuja Juicy Lip Plump. Davon trage ich jetzt keinen auf, weil die tatsächlich einen leichten Plumping-Effekt haben. Und ich möchte ungern den Effekt von den folgenden Produkten damit irgendwie, ja, beeinflussen. Wollen wir es mal so sagen. Die Maracuja Juicy Lip Plump gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal ganz normal, also da haben die verschiedene Farben und sind eben einfach so. Dann gibt es die neuen Plump Shimmer. Das sind welche, die haben halt so Glitzerpartikelchen drin, habt ihr auch bei mir schon 100 Mal gesehen. Auch ich habe auch neulich erst einen Clip bei Instagram hochgeladen, wo ich die alle zeige. Und dann gibt es noch die Maracuja Juicy Shift. Ja, also dafür musst du studiert haben, das ist schon mal klar. Die hinterlassen einen Stain und die haben auch einen Plumping-Effekt. Also die Shifts sind fast mein Favorit, muss man echt sagen. Die sind so geil. Also wirklich, ihr wisst, also ihr merkt, das Schwärmen ist hier bei mir ganz groß. Und genau, also es gibt die Maracuja Juicy Lip, die Lip Plump, die Lip Shift und die Lip Plump Shimmer. Bisher. Ja. Und es ist immer das Gleiche, ja. Also ihr habt hier so ein... Das Produkt ist sehr, sehr cremig, deshalb ist es wahrscheinlich auch in so einer Darreichungsform und nicht als Stift, weil dann würde das einfach so auseinanderlaufen. Und hinten klickt ihr drauf und dann kommt so ein bisschen Produkt vorne raus. Ihr könnt es nicht wieder zurückdrehen oder sowas. Das heißt, klickt jetzt nicht tick, wie so Verrückte, sondern lasst es erstmal rauskommen. Ein bisschen nehmt es auf und erfreut euch daran. Jetzt kommt Catrice, NYX und Elf, alle mit solchen Produkten raus. Und die nehmen wir jetzt volle Kanne unter die Lupe. Natürlich hat keiner von diesen Produkten behauptet, er möchte so sein wie die von Tarte. Aber ganz ehrlich, also ich meine, das ist ja wie bei Revolution, ne? Wo man sich so denkt, okay, du hast einfach nur den Namen geändert und hast es einfach 1:1 kopiert. Fangen wir an mit den Catrice Melt and Shine Juicy Lip Balms, heißen die sogar. Also, uhuhu.
was soll ich sagen? Das ist von, na, wie soll ich, da verrate ich ja schon so viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange mit dem schlechtesten Produkt an und das ist mit weitem Abstand dieses hier. Denn es hat mit denen von Tarte nichts zu tun. Ich mache das jetzt hier mal ab. Und ihr habt euch ja den Gloss gemerkt, ne? Ich habe hier bewusst auch etwas intensivere Farben gewählt, weil ich einfach sehen wollte, was passiert. Und ich habe hier Everyday Sun Day gewählt. Das ist so ein rötliches. Ich swatche das jetzt mal und dann könnt ihr schon mal sehen, ich swatche gleich mal noch den Maracuja Juicy Lip daneben. Also ihr könnt schon mal sehen, das ist wirklich kaum Farbe da und auch auf den Lippen könnt ihr sehen, hat auch tatsächlich eine ganz andere Konsistenz, also es ist deutlich fester, das Produkt hier drin und ist nicht so slippity slip. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier mies ist oder sowas. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber es hat halt mit den guten Maracuja Juicy Lips null zu tun. Ich finde auch, das sieht man einfach sofort ja auch an der Konsistenz. Hier im Swatch daneben ist der Maracuja Juicy Lip jetzt. Da könnt ihr sehen, das hat so eine... Es mag vielleicht auch nicht jeder diese Konsistenz von den Maracuja Juice Lips, weil die sind wirklich sehr dick und glitschig und das mochte ich am Anfang zum Beispiel gar nicht. Und vielleicht ist dann dieses von Catrice eine bessere Variante. Was mir bei dem hier aufgefallen ist, sind zwei Sachen. Ein ekelhafter Geschmack, also... Ja, man sollte selbstverständlich nicht an seinem Lippenstift lecken, aber der ist nun mal auf den Lippen und der kommt einfach in Kontakt mit dem Mundinneren. Bei den Juicy Lips fällt mir das nicht auf. Die normalen Juicy Lips haben einen starken Kokosgeruch. Wie ist das eigentlich bei den Lip Plumps? Haben die auch diesen Kokosgeruch? Hm, auch, aber nicht so doll. Also die Original Juicy Lips, die haben richtig weniger, deutlich weniger die Plumps, jetzt in dem Fall als der, also hier hat man gleich so, wie hieß er noch, Physicians Formula Butter Bronzer Vibes. Also das muss man abkönnen. Bei den Plumps finde ich es nicht so schlimm. Aber hier, es riecht ganz, ganz süß. Und das schmeckt auch ganz, ganz süß. Also ich habe den gestern Abend nochmal auf dem Sofa halt für einen Test, Abendtest benutzt und habe zu meinem Mann gesagt, boah, ich Kartoffelsuppe und der hier, keine gute Kombi. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, dass die Haltbarkeit ganz cool war. Also da muss ich wirklich sagen, so von einfach so einem Balm, den man ja so in der Handtasche hat und nicht unbedingt eine Kopie hierzu sucht, ja, finde ich, ist gar nicht so schlecht. Für mich allerdings absolut rausgefallen, weil das hat mit denen gar nichts zu tun. So, einmal wieder nackte Lippen. Ja, und dann kommen wir zum NYX Fat Oil Slick Click. Ich glaube, Stick Click? Slick Click, meine Güte. Die kam, glaube ich, als allererstes, war aber schwer dran zu kommen, muss man sagen. Und hier haben wir wieder das gleiche Prinzip. Sie sind wirklich immer gleich aufgebaut. Ne? Also auch draufklicken und ich zeige euch jetzt mal was. Achtung. Aha. Schon anders als das von Catrice. Ne? Das seht ihr sofort, denke ich. Und ich muss gestehen, wenn ich mir die Nase zuhalten würde und ich würde mir den auf oder mir würde den jemand auftragen, ich würde mir die Nase zuhalten, ich würde nicht sehen können oder merken, fühlen können, dass das keiner von Tarte ist. Ja, also man muss es wirklich sagen, die Optik, guckt euch es mal an, extrem glossy, hat genau diesen
dick, leicht schleimigen Vibe, würde ich sagen. Vielleicht ein Hauch weniger glossy, schleimig. Aber ihr könnt schon sehen, ne? Also hier ist jetzt der von NYX. Das ist... Ich könnte keinen Unterschied ausmachen, muss ich wirklich sagen. Einzig und allein auch hier extremer Geruch. Also ich habe den aufgemacht, ich dachte so, puh. So richtig süß. Nicht so eklig, eklig süß wie der von Catrice, aber schon auch für mich unangenehm süß, muss ich sagen. Aber krass. Wirklich. Also optisch hammermäßig, ne? Guck mal, wie lecker schmecker meine Lippen aussehen. Und diese Farbe hier, was habe ich hier für eine Farbe? Going Viral. Ja, perfekt. Also das perfekte Nude, das sieht so schön aus. Wunderbar. Haltbarkeit empfinde ich hier genauso wie bei den Maracuja Juicy Lips. Also ich fand tatsächlich diesen von Catrice gefühlt haltbarer als die alle anderen. Ja, aber die, der ist halt auch nicht so super schlüpfrig. Das muss man halt auch dazu sagen. Also, NYX, voll geil, voll gut, echt richtig gut. Kommen wir zu ELF und ELF ist der einzige von den Kopien quasi, der einen Lip-Plumping-Effekt hat. Ja, also da war ich sehr freudig überrascht. Ich habe hier auch eine dunklere Farbe. Es war aber auch ganz ehrlich, es war die einzige Farbe, die verfügbar war. Boah, Leute. Alter. Wicked Cherry? Kann das sein? Also das ist so klein. Das... Wow. Aber auch hier, und ihr seht es sofort, ne? Der ist fast noch schlüpfriger als der von NYX, würde ich sagen. Also, und hat halt so einen leichten Plumping-Effekt. Was soll ich sagen? Also da fängt es gleich so ein bisschen wie hier das Zahnpasta-Gefühl, ne? Also wie Zahnpasta auf der Lippe. Voll geil. Das ist der von ELF und da könnt ihr wirklich, ihr könnt genau den Unterschied sehen, ne? Catrice, Tarte, NYX, ELF und ich finde, Catrice hat halt, sie wollten wahrscheinlich einfach nur einen Balm rausbringen, haben sie sich selbst ausgedacht, ne? Ich sag ja nichts. Nein. Ich will das auch gar nicht, ich will das hier auch gar nicht verurteilen, weil ich meine, etwas Neues zu kreieren ist natürlich gigantisch und das hat ja Tarte eindeutig gemacht und alle anderen so jetzt, wow, das kommt voll gut an, wir machen was Ähnliches, wir lassen uns inspirieren, das ist natürlich, ist doch ganz klar, also das machen ja alle. Irgendwer hat ja auch mal den Highlighter erfunden und dann haben alle Highlighter rausgebracht, ne? Also ich verurteile das überhaupt nicht. Deshalb, ja, die einen machen es halt besser, die anderen machen es weniger gut, ne? Was halt auch nicht, ich sag ja nicht, wie gesagt, dass der von Catrice Müll ist oder sowas, ne? Ist jetzt nichts, wo ich hingehen würde und sagen würde, oh, das ist unbedingt ein Produkt, was ich unbedingt auf meinen Lippen haben möchte. Also, mega. Also mein absoluter Sieger mit weitem Abstand ist der ELF. Natürlich Tarte, da geht nichts drüber, das sind für mich die besten. Das wird auch so bleiben, aber die ELF muss ich echt sagen, also gerade jetzt guckt euch auch mal diese Farbe an, ne? Also bitte jetzt. Wow. Schöne Farbintensität auch, also bei den Tarte ist es ja so, die eine Farbe ist intensiver als die andere, das ist ja bei allen Farben so, aber hier jetzt, ich bin richtig froh, dass nur diese Farbe verfügbar war, ich hätte die wahrscheinlich nicht genommen. Aber dadurch, dass die nur verfügbar war und ich finde, die hat so einen tollen Effekt. Also die sieht, ich bin richtig begeistert. Also das erste Mal, dass ich von so einer Nachmache so begeistert bin, dass ich ja, ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, von den beiden, also von NYX und von e.l.f., würde ich definitiv mir noch die anderen Farben mal angucken, was die so am Start haben, weil ganz, 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 ganz toll. Und auch hier bei dem e.l.f., ich finde, jetzt entwickelt es sich langsam. Es ist ein ganz leichter Plumping-Effekt, also es ist nicht. Die Fantat haben ja auch einen leichten Plumping-Effekt, ne? Die sind ja auch nicht wie jetzt, keine Ahnung, die Heat von Fenty oder die Viper von Nabla. So sind die nicht, ne? Aber schon so leicht. Und ich finde, so langsam sieht man das auch, wie meine Oberlippe sich so ein bisschen bewegt, sage ich mal, ein bisschen auf. Geht minimal, ne? Also, und auch nicht mit Schmerzen, so wie die Duckplump-Dinger, die Höllenteile, sondern schön. Also wirklich, ich weiß, es ist im Moment nicht so leicht dran zu kommen. Ich habe den von e.l.f. bestellt bei Douglas und den NYX bei Flaconi. Ja, das ging überall und hier und da musste ich gucken, wo ich die herkriege. Die NYX werden ja irgendwann in die Drogerie kommen. Bei e.l.f. ist es ja mal ein bisschen schwieriger, finde ich mega schade. Ich wünschte wirklich, dass DM oder Rossmann sich e.l.f. krallen würde, ne? Und dann auch eine anständige Theke. Ich weiß, es gibt e.l.f. oder gab oder gibt, da bin ich mir nicht so sicher, bei Müller e.l.f. Nur die haben auch immer so eine schlechte Auswahl gehabt. Da bin ich dann auch einfach nicht mehr hingefahren. Dementsprechend richtig geil. Ich habe auch noch ein paar Sachen von e.l.f. gekauft, die ich euch in den nächsten Tagen, Wochen unbedingt zeigen will oder die ich mit euch ausprobieren will. Was ich euch heute aber noch zeigen will und was mir auch extrem gut gefallen hat, weil wir sind einfach gerade bei Lippen, dann können wir das noch hinten dran hängen. Und zwar hat e.l.f. ja diese Lip Oils. Wartet, wie heißen die genau? Lass mich mal gucken. Die heißen Glow Reviver Lip Oil Infused with Apricot Oil. Ich habe hier die Farbe Rose Envy und die habe ich gesehen bei Jaclyn Hill oder bei irgendeiner Amerikanerin. Vielleicht auch bei. Oh, meine Lippen sind jetzt so richtig kühl. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Lipplumper abmacht? Bei irgendeiner amerikanischen YouTuberin habe ich den gesehen und dachte, okay, probiere ich aus. Ich bin nicht so unbedingt der Lippenöl-Fan. Dass ich da jetzt jeden Lippen. Ich weiß, viele stehen da drauf. Aber. Guckt euch das mal an. Ist ja auch nicht wunderschön glossy. Hat natürlich deutlich weniger Farbe, aber oh, und ehrlich, After Eight, sage ich euch. Also hat so einen leichten After Eight-Geruch. Also tatsächlich hat mich das richtig glücklich gemacht. Fühlt sich sehr, sehr pflegend an. Ist auch wieder so das typische Handtaschending, ne? Also wenn du irgendwo bist und denkst, oh, wie sehe ich denn aus, meine Lippen? Meine Lippen sind ganz oft so zusammengesunken und hell. Wisst ihr, was ich meine? So faltig und eingefallen. Und dafür ist sowas natürlich cool. Ich meine, die sind alle, die kannst du alle super in die Handtasche machen und vor allen Dingen auch so blind auftragen, ne? Einfach so drüber und du musst nicht mal gucken, du brauchst nicht mal einen Spiegel oder so. Der von e.l.f. ist mir gerade noch eingefallen, riecht nach gar nichts. Riecht so ein bisschen nach Produkt halt, aber hat nicht irgendwie so einen krassen Eigengeruch wie die anderen. Falls jemand jetzt so mit Eigengeruch Problem hat oder mit starker Parfümierung. Sieht der nicht wunderschön aus? Toll. Also ich bin ganz begeistert, Leute. Ich bin richtig begeistert. Kommen wir noch zu einer kleinen Info, Preisinfo. Die Tarte kosten immer so um die so 28 Euro. Ah, die sind nicht billig, die sind nicht billig. Wie viel ist denn hier eigentlich drin? 2,7 Gramm. Die von Catrice 1,3 Gramm, also die Hälfte, kosten ungefähr 4, 5 Euro. 5 Euro ungefähr, also hochgerechnet auf die 10er. Von der Menge jetzt, ne? Also, und die von NYX, was haben wir denn hier? Wie viel ist denn hier drin? Ja,
sorry, aber bei Elf und auch bei Nix kann ich nicht erkennen, wie viel Produkt hier drin ist. Bei Elf steht das bestimmt hier hinten drauf, aber Leute, ehrlich, dafür braucht man wirklich eine Lupe. Also nicht nur ich als Blindfisch, sondern jeder normale Mensch wahrscheinlich auch. Die von Elf kosten 9 Euro, die von Nix kosten 10 Euro, zumindest da, wo ich die gekauft habe. Also 5, 9 und 10 Euro gegen 28. Gut. Ja, also finde ich ganz schön und ich muss sagen, dass die beiden auf jeden Fall mit denen von Tarte durchaus mithalten können. Und ja, ich würde mal sagen, endlich haben wir was Günstiges, was gut ist. Da freue ich mich ja auch drüber, ne? Ist ja nicht so, als fände ich es geil, ständig mein Geld irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ja, ist so, ne? Also dementsprechend freue ich mich ja auch mal über was Günstiges, Tolles. Ja, Leute, erzählt mir mal, wie seid ihr drauf mit Lippenprodukten? Habt ihr auch Bock auf diese juicy, schmusi, leckeren, tollen, glossigen Sachen? Oder sagt ihr, komm, bleib weg, ich bin meinem Liquid Lipsticks treu? Lasst mich das mal wissen. Welche davon habt ihr schon ausprobiert? Wie findet ihr die? Und so weiter und so fort. Würde mich interessieren. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, denn das ist das Ende des Videos. Tschüssi!